Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe eine Idee. Ganz viele von euch kommentieren ja immer, wir könnten mal einen neuen Videoanfang machen. Ihr könnt ja mal vorschlagen, was wir sagen sollen am Anfang. Ist bestimmt was Lustiges dabei. Und das, was mir am besten gefällt, werde ich in den nächsten Videos einfach mal übernehmen. Oder? Mhm. Weil, sagt ja schon immer wieder, ich glaube, mittlerweile haben wir 400 Videos online und alle 400 fangen genau gleich an, ne? Mhm. So, jetzt zum eigentlichen Thema. Wir sind heute mal wieder bei wunderschönem Wetter bei Benny, weil der BMW tatsächlich ready ist, ne? Ja. Also erstmal krass, wie du wirklich in Windeseile dieses Auto aufgebaut hast. Mhm. War echt schnell, oder? Aber auch mega Bock gehabt. Du hast ja angefangen, eigentlich mehr oder weniger angefangen, nachdem wir auf dem Bilzer Berg waren. Das war im Oktober oder so. Ja. Das heißt eigentlich November, Dezember, Januar, Februar, März ist die ganze Kiste einmal komplett so, wie er jetzt hier steht, fahrfertig, zusammengebaut, abgestimmt, getestet, gefahren, alles was geht. Alles was geht. Krass. Und an deinem Grinsen sehe ich schon, dass es auch Spaß macht. Ja, ist richtig geil. Also noch keine Streckenerfahrung, das jetzt noch nicht, aber ich denke, das wird cool. Also es fährt schon so echt geil. Krass. Ein paar kleine Feinheiten fehlen noch, kriegt noch einen Satz andere Federn. KW Clubsportfedern, das ist jetzt ein ST-Fahrwerk drin. Kriegt noch andere Federn, aber ansonsten... Weil ist zu weich oder zu hart? Ist zu weich, okay. Genau. Die KW Clubsportfeder ist härter. Was ich ja immer so krass finde, ist, wenn du... Man hat brutal harte Autos, fährt dann auf Rennstrecke und sind immer noch zu weich. Ne? Mhm. Deswegen, das hat man ja sowohl beim X-Bow immer als auch beim Abarth. Ja, nee, also steht schon echt saftig da, das Ding. Ne? Vor allen Dingen, was ich halt feier, ist so, ich weiß nicht, irgendwie die Proportion aus Reifenbreite vorne mit diesem dicken Gummi. Ich finde es auch geil aus mit dem dicken Gummi. Sieht das schon krass aus. Auch mit dem Sturz vorne. Was ist das hier? Das ist jetzt einfach nur eine Lippe. Ja, ist in dem Fall. Aber das ist mir schon klar. Aber ich meine, es ist jetzt nicht irgendwie auch irgendwie so M-Technik so und so Paket irgendwas. Nein. Ist einfach Zubehör. Ist einfach Zubehör. Genau. Okay. Also keine spezielle. Heckspoiler? Heckspoiler ist so der typische M3-Spoiler. Mhm. Genau. Auch mit dem Bürzel drunter? Mhm. Echt? Genau. Das Einzige, das ist jetzt in dem Fall kein Original. Das Original hat hier nach meiner Meinung so ein Zwischenstück. Die Spacer zwischen, ne? Genau. Das habe ich schon ganz oft im Internet gesehen, dass die Leute diese Spacer suchen, ne? Weil scheinbar exorbitant. Ist halt sauteuer, ne? Sauteuer, ne? Genau. Okay. Heftig. Ja, ansonsten ist das ja von außen wie quasi ein M3, sprich Stoßstangen, Schweller und sowas. Weil das ist ja so ein Class 2. Mhm. Und dieser Class 2, der hat das halt damals schon so gehabt. Ach so, also von der... Das Class 2 Modell hat diese M-Verspoilerung. Genau, hat er schon Serie so gehabt. Mhm. Genau. Endrohre feiere ich so, finde ich genau richtig. Ja, das mag ich auch so. Einwandig nebeneinander. Ja. Was ist das für eine Farbe? Das ist Porsche Kaminrot, so heißt die Farbe. Ist jetzt auf dem 991 und sowas drauf. Steht sogar auf dem Dämpfer hinten nochmal drauf, als Erinnerung, dass es E36 ist. E36 Heckklappe. Ja, okay. So, ja, hier nochmal einen schönen... Genau, einen Tank gebaut für die Wassermethanolanlage, die übrigens richtig gut funktioniert, kann ich dir später mal zeigen. Mhm. Das, wenn die Wassermethanol angeht, ist sofort Kühlschrank angesagt. Das ist krass, ne? Ja, ist heftig, wie die Ladeluft sofort runtergeht. Ich finde immer witzig, da muss ich ja wirklich sagen, da war ich so damals mit der ersten Pioniere, sag ich jetzt mal, vor 10 Jahren, wo ich das in Limo eingebaut habe. So lange ist das schon her, ne? Ja, genau, ich bin von Anfang an, weil RS4 hat immer das Problem gehabt, 2 kleine Ladekühler. Mhm. So ab 600 PS, egal wie gut die Kühler waren, hast du immer Probleme gehabt. Ne? Mhm. Und damals dann damit angefangen und haben immer alle nicht geglaubt. Mhm. Haben immer nicht geglaubt, funktioniert nicht so gut und so weiter, weil die Leute immer den Fehler gemacht haben, dass sie Angst haben und kleine Düsen machen. Mhm. So, ne? Du musst halt wirklich, um diese riesige Luftmasse runterzukühlen, musst du halt auch richtig Flüssigkeit musst du da halt auch reinhauen. Ne? Ich glaube, die Technik kommt eigentlich aus dem Flugzeugbereich, ne? Mhm. Wassermethanol. Ganz früher, Erster Weltkrieg. Genau, gibt's schon eigentlich ganz lange. Da haben die das, glaube ich, damals eingesetzt. Ne? Gibt es eigentlich schon ganz lange. Und deswegen auch jetzt riesigen Tank drin. Mhm. Was, weißt du, welche Düsen du drin hast vorne? Eine 6er. Eine aber, ne? Eine jetzt aktuell. Genau. Habe jetzt erstmal geschaut. Bei einem Bar Ladedruck ist die Ladelufttemperatur natürlich auch noch nicht so heiß. Weil das sage ich auch immer, 6er ist die größte. Die macht ungefähr mit der Pumpe, macht die Düse 800 Kubik. Also die machen mehr als das, was die angegeben haben. Mhm. So, 800 Kubik ist natürlich dann auch schon saftig. Mhm. Du fährst nur Wasser oder Methanol auch dazu? Nein, Methanol auch dazu. Beides gemischt, 50-50. Ja. Genau. So, das heißt, wir reden ja 800 Kubik die Minute, ne? Die dann voll offen ist. Ja, das merkst du auch. Also der Motor ist viel, viel klopffester dadurch geworden. Ne? Wenn das Ding aktiv ist, das merkst du halt schon. Ne? Und ich sage halt auch immer, die Düsengröße brauchst du auch für 500 PS.
Mhm. Also eine Düse davon, 500 PS, ist schon gut. Ja. Weil einige fangen an, so habe ich auch angefangen, RS4, machst du dann zwei von den Einser- oder Zweier-Düsen rein. Ne? Das ist zu klein. Ja, und das ist halt so wenig, dass du natürlich einen kleinen Effekt hast, aber noch nicht den Effekt, wie wenn du da richtig von rein hast. Ne? So, das heißt 800 Kubik die Minute, wie viele Liter sind das? 20. 20 Liter, okay. Das heißt, wenn wir jetzt rechnen, kannst du theoretisch 25 Minuten Vollgas mitfahren. Mhm. Man fährt jetzt ja nicht dauervollast, das heißt, du wirst wahrscheinlich... Du wirst wahrscheinlich locker ja, 60, 90 Minuten müssen damit fahren können. Ne? Schon also gut. Perfekt. Ne? Ja, weil vorher wird Tank leer sein, das heißt, tanken musst du eh. Ja. Und dann geht das. So, ich sehe, du hattest eigentlich sogar gedacht, dass du zwei von unseren Batterien reinmachen musst. Genau. Ne? Genau, aber die ist so gut. Reicht in dem eine, Falle, ne? Es reicht einfach einer, das Ding startet immer. Ja, ist heftig. Also, ne? Also die Batterie funktioniert richtig gut von dir. Und selbst wenn sie mal ein bisschen schwächer ist, sie ist halt sofort wieder vollgeladen. Ne? Das weißt ist du? Halt das Krasse. Also ich habe sie wirklich schon mal in dem Fall Zündung angelassen. Sie war tot, kurz Ladegerät dran. Ich glaube, es hat 10 Minuten gedauert. Ja. Ist das Ding aus eigener Kraft wieder angesprungen. Da hast du aber auch ein saftiges Stromkabel reingelegt. Ja, ne? Ja. Da warst du kurz hier bei Hi-Fi zugehört und hast nochmal für die Anlage das Kabel das hatten wir auf Lager. Alter Schwede. Okay. Andererseits die kleine Batterie hinten, Starter vorne. Ne? Ja, ich glaube 50 Quadrat, ne? Das ist schon knackig. Krass. Okay. Ja. So, jetzt guck mal vorne nochmal einmal, was sich da so getan hat. Im Maschinenraum, ja. Und dann haben wir zufälligerweise natürlich unsere Waage mit. Weil es sind ja schon wieder. Es sind ja schon wieder Diskussionen im Internet losgegangen. Ne? Ja. Weil Benny hat in dieser 100-200 Zeitengruppen schon eine Zeit gepostet. Ja. Saftig schnell das Auto übrigens, aber da kommen wir später zu. Ja. Da hattest du das Auto mit 1250 Kilo so ungefähr getippt. Ne? Aber halt nur getippt, ne? Ja. Also ich bin mal gespannt, was so ein Koffer am Ende wiegt. Ja. Ja. Sauber gebaut auf jeden Fall. Ja, danke. Ja, im Prinzip, das, was wir damals, glaube ich, im Video, wo wir schon drauf eingegangen sind, habe ich jetzt hier umgesetzt, und zwar eine Ladedruckregelung. Mhm. In dem Falle hier. Funktioniert perfekt. Ja, ja. Also wirklich gut. Wir haben natürlich noch separaten Blow-Off, also damit nicht zu verwechseln halt, ne? Ja, ja. Für diejenigen, die sich das jetzt gerade fragen. Also ein Blow-Off ist auch natürlich verbaut. In welchem Bereich regelt das jetzt? Also ist das wirklich so wie beim Toro-Motor? Du hast Solldruck X erreicht, dann fängt es an aufzugehen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ich habe jetzt einfach Folgendes gemacht. Ich habe jetzt einfach mal entweder 0 oder 1 getestet und eine Zwischenstufe. Mhm. Und dann funktioniert das. Also wenn ich das Westgate, da ist jetzt auch eine 0,45er Feder, glaube ich, drin. Das heißt, wenn ich das Westgate aufstehen lasse, dann macht er so ca. 0,5 Bar. Ah. Dann habe ich mal eine Mittelstellung ausprobiert. Geil. Dann macht er so 0,7, 0,8 Bar. Und Full Boost sind dann, ich glaube, 1,05. Das heißt, du nutzt es wirklich tatsächlich, um den Maximaldruck zu regeln? Zu begrenzen, genau, zu regeln. Das heißt nochmal jetzt grob erklärt, der Kompressor ist ja drehzahlabhängig. Das heißt, der macht bei Drehzahl immer die gleiche Luftmasse. Und Benny hat quasi einfach in die Druckseite ein Wastegate gemacht und lässt diesen Druck ab Druck X einfach in die Ansaugung wieder zurück. Genau. Das funktioniert echt gut. Wie ist eine Sache, die ich mir neulich beim Einschlafen, nachdem du die ersten Videos geschickt hattest, so überlegt hatte, wie ist das mit dem Übergang aus, also angenommen, du fährst auf eine Kurve zu, gehst vom Gas, lässt sich ein bisschen rollen und gibst dann wieder so ein bisschen Gas. Ja. Weil theoretisch macht ja der Kompressor dauerhaft die gleiche Luftmasse. Ja, genau. So fährt sich's auch. Der erste Feindruck ist auch so, dass sofort halt permanent dieser Druck halt wieder anliegt. Aber es ist trotzdem so, dass sich nicht das Auto so weiterschiebt und nachschiebt. Nee, das nicht, gar nicht. Das schafft echt das Pop-Off alles so? Ja, das soll aber auch sehr groß dimensioniert sein bei Kompressorfahrzeugen und eine weiche Feder. Weil ich schätze mir auch so, es muss ja irgendwie einen Übergang geben aus Schiebebetrieb und ein bisschen Gas geben, wo der Kompressor gewissweit schon dann immer noch die Luft ins Leere pumpt, weil du ja gar nicht so viel Luft in dem Motor drin haben willst. Ne? Wie sich das auf der Rennstrecke dann genau auswirkt, ich konnte jetzt hier halt nur so mal ein bisschen testen, da konnte ich jetzt erstmal nichts feststellen. Es hat sich echt schön gefahren. Aber bisher nichts Negatives? Nee, toi toi toi. Echt alles super. Zusammengebaut, funktioniert. Geil. Ja, das ist doch... Aber das ist dann halt auch so ein bisschen Erfahrung, die man über Jahre macht. Ja. Ne? Weißt du, wenn man so über Jahre so ein paar Autos schon gebaut hat, da weiß man halt einfach wie, wo, was, dass es halt sitzen muss. Ne? Ja. Das funktioniert richtig gut. Das gefällt René wieder hier, ne? Also Thema Kühlung ist... mega gut geworden, also wie wir uns das im Prinzip auch schon gedacht haben, dass das gut wird. Ja. Plus die WMI ist einfach krank, wie kalt die Ansaugluft ist. Also das funktioniert richtig, richtig gut. Das heißt, mit WMI an wirst du wahrscheinlich bei den Temperaturen irgendwie so 25 Grad haben oder 20 Grad so in den Dreh. Ja, da musst du aber schon voll durchziehen. Und jetzt gibt es noch eine Steigerung. Das habe ich damals bei Limo gemacht. Mhm. Wenn du destilliertes Wasser nimmst, ja, kannst du das theoretisch einfrieren und den Eiswürfel in den Tank tut. Ah. So, ne?
Okay, ich verstehe. Dann kannst du theoretisch die Flüssigkeit hinten im Tank so runterkühlen auf 0 Grad, 5 Grad, wie auch immer. Krass. Das heißt, es wird noch mal kälter. Okay. Aber es ist halt so schon echt gut. Also ich denke, für den Zweck schon echt passend. Mhm. Sauber. Ja, nee, schön. Ja, eine Kurbelwellengehäuseentlüftung dann halt noch gebaut mit einem kleinen Catch-Tank. Mhm. Weil es ist ja ein Saugmotor. Normalerweise hast du dann sonst das Problem, dass der die Kurbelwellengehäuseentlüftung sonst anfängt zu drücken. Ja, ja. Das heißt, das musst du halt natürlich irgendwie von trennen, ne? Weil jetzt ist hier Überdruck statt Unterdruck. Und ja, mit der Standard-Kurbelwellengehäuseentlüftung hast du dann sofort Ölplörre überall. Ne? Ja, ja. Da muss man halt dran denken. Das heißt, alles ab und jetzt nur von hier, nur noch vom Ventildeckel rein. Ne? Genau, unten verschlossen, direkt an der Ansaugbrücke und fertig. Keine Rückführung quasi mehr. Mhm. Genau, da oben siehst du die Wassermethanol-Düse, direkt platziert. Irgendwie feiere ich auch das Alu-Natur bei dem Auto. Ich finde es auch cool. Hat irgendwie was, ne? Vor allem ist es relativ leicht zu pflegen, wenn du es jetzt mal wieder sauber machen möchtest. Ja, ja, ne? Gehst du mit feinem Schleifvlies drüber, fertig. Geil. Kommen noch so kleine Details. Hier werde ich den Filter noch wegbauen. Das riechst du jetzt gerade aktuell noch ein bisschen im Innenraum. Das heißt, das wird noch ein bisschen verschwinden, aber ansonsten... Das heißt eher irgendwie Schlauch runter und Schlauch dann Filter runter. Genau. Irgendwie so. Genau, genau. Das sind noch so ein paar kleine Details, aber ansonsten... Mhm. Ah, hier sieht man jetzt, du hattest hier auch so eine Rennsportheizung eingebaut, ne? Ja, genau, die siehst du gerade noch. Genau. Das heißt, das ist eine Heizung, da geht trotzdem noch Kühlwasser durch, ist dann quasi aber ein Lüfter, den du halt einfach regeln kannst. Ne? Genau. Klar, wie funktioniert die so? Gut, Alter, die mache ich Druck. Aber dann auf deine Empfehlung. Da geht jetzt aber dauerhaft das warme Wasser durch. Ja. Ne? Das heißt, wenn du sie ausmachst, merkst du dann auch, wie der Innenraum so ein bisschen warm wird? Oder ist egal, merkt man kaum? Das würde ich sagen, merkst du nicht. Aber ich habe jetzt schon gemerkt, es waren ja jetzt ein paar Tage ein bisschen wärmer. Man muss sich Frischluftgedanken trotzdem machen. Ja, ja. Vielleicht hat einer eine gute Idee. Ah, stimmt. Vielleicht hat einer eine passende Idee. Das war's. Man kann leider jetzt die Luft nicht mehr durch ein... Also normalerweise hat man ja immer noch ein Luftgebläse. Ja, genau. Das hast du jetzt logischerweise nicht mehr, weil die Luft immer durch den heißen Kühler geht. Ne? Genau. Also das Einzige, was man sich überlegen könnte, ist so à la Golf 1, halt ein Sperrventil reinzumachen. Ne? Stimmt, die haben Sperrventile gehabt. Genau, Golf 1 hatte damals ja noch ein Sperrventil. Ne? Ja. Dass du halt einen zusätzlichen Zug wie einen Chokezug hast. Ne? Dass du halt erst gar keine warme Luft durchgehen lässt, dann kannst du es immerhin nutzen. Aber dann bläst du natürlich auch die Luft aus dem Motorraum die ganze Zeit da so rein. Ne? Ich habe mir halt schon ein paar andere Videos angeschaut, da habe ich mich immer gefragt, Mensch, warum haben die denn so fette Schläuche in den Innenraum? Ja, ja. Aber das wird so warm in der Kiste. Ja. Jetzt verstehe ich's. Ja, ja. Mhm. Ja, VAG-Spulen, dann halt gleich drin, also der Klassiker. Ne? Die gehen immer, das funktioniert perfekt. Jo. So. Ja, jetzt gucken wir noch mal einmal rein hier. Ja. Ja, ist halt 100% Rennauto, ne? Sowas gab's das hier zu kaufen oder ist das alles? Ja, das gab's so. Finde ich ganz cool. Ja. Ah, das sind, glaube ich, auch die von diesem Engländer, ne? Kann das sein? Das ich glaube, die habe ich von der Firma Labtec, so hießen die. Das ist eine deutsche Firma, meines Wissens. Elektrische Verstellung, ja, die muss sein, ne? Pflicht. Krass. Ja, alles so im Blick, was man im Blick haben kann. Genau. So, jetzt haben wir hier einmal von EcoMaster das ADU-Display, kombiniert mit der Max-ECU. Ja. Ist aber gar kein Problem. Da das über Ken läuft, kann man das ohne Probleme einfach... Genau. Funktioniert problemlos. Wir haben ja schon ein bisschen die Konfiguration gemacht. Da hast du mir ein bisschen zur Seite gestanden. Sieht halt immer chefig aus, oder? Oh, so. Ja, sieht mega geil aus. Schaltblitz halt in der Mitte oben ist auch immer cool. Ja. Drehzahl. Vor allem selbst die fängt ja dann an so zu blinken. Mhm. Ja, die große Ganganzeige feiere ich halt richtig, ne? Ja. Ist halt so richtig... Auch wenn man sie für ein haargeschaltetes Getriebe eigentlich nicht braucht. Aber ich find's geil. Ich war neulich hier von Alex diesen Jeep gefahren. Ja. Und der hatte einen Shifter, also schon sequenziell, aber keine Ganganzeige. Und dann kommst du wirklich mit Ruhe, was du gar nicht weißt. Fahr jetzt im 1., 2., 3., 5., wie auch immer. Bei H geht das ja immer noch so, ne? Mhm. Aber wenn du es so gar nicht raffst, dann... Allein optisch ist halt schon geil. Ja.
Aber auch saftig kurz geworden hier, ne? Aber ich sag mal, diese alten BMW-Getriebe, die lassen sich so geil präzise schalten. Also es funktioniert halt echt richtig, richtig gut. Das ist komplett Stange bis vorne, ne? Mhm. Das ist halt nur so ein Stück Stange. Mhm. Das ist es ja, ne? Deshalb geht das wahrscheinlich auch alles so präzise. Also die kannst du da richtig reinknüppeln, die Dinger. Hier in der Mitte einmal ein Knochen, um halt komplett Spannung an auszumachen. Genau. Und hier AEM 0 bis 10, ist, willst du irgendwie so Radardruck mit Regeln zum Beispiel? Traktionskontrolle soll das sein. Ah, genau. Ist jetzt noch nicht aktiv, das muss man dann einfach mal auf der Rennstrecke halt testen. Ausfahren, ne? Genau, aber das, dafür ist das schon vorgesehen. Weil ich denke, wenn du dann wirklich mal ein bisschen Regen oder eine feuchte Strecke hast, dann darf es in dem Fall vielleicht auch eine Traktionskontrolle dafür sein. Dafür ist natürlich dann auch wiederum die... das Ladedruckventil perfekt da vorne, genau, das du eingebaut hast. Weil dann ist es ja schon so, dass 0,4 oder 0,5 aus der Kurve raus auf jeden Fall sich besser regeln lassen wird. Definitiv. Definitiv. Ja. Kann die Max-ECU das auch ganggängig? Ja, klar. Kann die, ne? Auf jeden Fall. Aber das kannst du jetzt auf dem Prüfstand schlecht alles simulieren. Da musst du eigentlich das Ganze einfach mal wirklich unter reellen Bedingungen haben. Ja. Ne? Das wäre halt schon sinnvoll. Geil. Ja, hier im Prinzip fehlt halt nur noch die Verkleidung. Ja. Kommt noch ein Einsatz so, ne? Kommt noch ein Einsatz, da ist er dran. Ja. Boah, steht doch so auch. Wie dafür gemacht eigentlich. Ja, das passt gerade so halt so rein, ne? Wie ist mit Thema Lautstärke? Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Lautstärke ist da. Das Ding ist saulaut. Es sind jetzt schon 3 Schalldämpfer, weil ich das vermutet habe, dass es laut wird. Und ich werde noch einmal Hand anlegen müssen. Ne? Ja, ist zum Glück, ich habe den Platz vorgesehen. Ich wollte es natürlich aber auch nicht flüsterleise haben, aber ich bin gezwungen, nochmal wirklich einen 4. Schalldämpfer hinzubauen. Ja. Also es ist echt, die Abgasanlage ist leider dann nicht so leicht, aber muss man durch, ne? Muss man halt in dem Fall halt leider durch, genau. Bevor ich ihn jetzt anreiße, das hier ist Alu oder Stahl? Was Alu. Ist geil eigentlich. Ja, Alu-Anlagen. Das ist halt das Coole für das Teil, so ein G36, das gibt es halt alles. Da gibt es auch nicht nur einen Hersteller von. Da hast du wirklich eine regelrechte Auswahl, ne? Finde ich für eine Arbeit eigentlich auch ganz cool. Vor allem, man fühlt, dadurch, dass es immerhin gerade und geriffelt ist, hat man schon irgendwie so mit den Hacken so ein ganz gutes Gefühl bei. Ja. Nee, das hat mir auch sehr gut gefallen. Deshalb haben die ja Einzug gehalten. Yes. So, kann ich anreißen, das Ding? Genau, musst du mal gucken, neutral, wie auch immer. Und dann kannst du das Ding anreißen. Ah, nee. Startknopf. Ah, verstehe. Ah, ja, Startknopf, ja, genau. Ja, das ist halt Kompressor. Da gibt es ein bisschen Gas und sofort. Ist halt sofort Druck da, ne? Merkt man beim Fahren, dass der zwischen 1000 und 2000 erstmal so ein bisschen schwächer ist, weil er halt den Kompressor die ganze Zeit schon so mit antreibt? Oder ist das so, dass er wirklich direkt aus Leerlauf schon mehr Leistung hat? Ich würde sagen, du merkst es eigentlich gar nicht. Merkt man gar also nicht. Also ab Leerlauf Leistung. Merkst du auch mal, wenn du eine 100 fahren willst, der erste Gang ist eigentlich viel zu stark, ne? Und klanglich hat es irgendwie was, ne? Ja. Klingt nicht nach Turbo, aber auch irgendwie nicht nach Kompressor. Ich finde, klingt irgendwie so... Also live fast so ein bisschen was von so einem Porsche-Klang. So ein 6-Zylinder-Boxer, die klingen auch immer so ein bisschen so. Ja. So, ne? Ist halt irgendwie ein cooler Klang auf jeden Fall. Ja, hier müssen wir dir gleich noch Öldruck, sagst du? Öldruck. Öltemperatur wolltest du noch freigeschaltet haben? Genau, ne? Du als ADU-Spezialist kannst mir das ja gleich mal reinmachen. Tank hast du wahrscheinlich noch nicht angeklemmt, ne? Nee, das habe ich noch nicht angeklemmt. Okay, ja, das kriegen wir hin. Also wenn du es in der Max-ECU siehst, dann sehen wir es hier auf jeden Fall auch. Ja, das genau. Also okay. In der Max-ECU ist das schon alles eingepflegt. Geil. Klingt saftig. Ja, aber das wird ja Hölle laut sein. Ja, Alter, auf Last ist das heftig. Ja, denk an Wilster Berg 95 Dezibel. Ja, ja, deshalb. Da muss ich leider noch was tun. Krass. So, jetzt kommt auf jeden Fall der spannendste Moment. Haben wir eigentlich schon gesagt, was das Ding an Leistung hat? Nö, macht nichts, messen wir gleich. Zeiten. Ja. War Benni nämlich tatsächlich schon, jetzt kommt 0,100, 4,0. Ja. Mit wenig Traktion. Was schon wirklich krass ist, ne? Ja. Für ein Heckantriebauto. Ja.
War das dann jetzt so, konntest du im zweiten dann reinfahren in die 100 oder musstest du noch einen dritten? Konnte ich jetzt. Okay, 4-0 und 100, 200, 7-5. 7-5, immer wieder. Und das ist halt krass, 7-5. Das fand ich echt eigentlich schnell. Sind das ja, im Internet liest du ja eigentlich aktuell nur noch 4er- und 5er-Zeiten. Ne? Mhm. Aber wenn man sich überlegt, was man früher für eine 7-5 gemacht hat, das ist so eine Zeit, das fährt GT3 RS, Porsche Turbo, Serien, Tucken schneller, aber auch nicht so viel schneller. Mhm. Aber 7-5 ist schon... Ist schon schnell. Ich weiß gar nicht, was fährt denn so ein M4-Original? 9-5 so? Ja. Überleg mal, nimmt man M4? Ja, ne? Außer jetzt die ganz aktuellen, die jetzt auf den Markt gekommen sind gerade, die werden ein bisschen schneller sein. Oder M5, was fährt ein M5? M5, die fahren so 7,5. So in dem Dreh, ne? Ja, mit 600 PS. Ja, genau, über 600 wenn man sich PS. Überlegt, ne? Ja, und halt Automatik. Das ist natürlich ein perfektes Auto für einen Einsteiger für die Rennstrecke halt, ne? Mit so viel Leistung dann, ne? Aber es ist halt einfach so, ja, ich wollte halt auch nicht ganz hinten mitfahren. Ja, kann ich verstehen. Ja. Du kennst es selber und man kann ja wirklich jetzt einfach auch mal sagen, komm, um sich erstmal so eine Strecke anzuschauen, wir machen erstmal das Westgate ein bisschen auf und fahren vielleicht erstmal mit 300 PS. Das Coole ist, das zeigen wir euch gleich aber auf dem Prüfstand, ich vermute ja, dass die Kurve allerdings so saugermäßig sein wird. Ne? Voll. Das heißt, das wird schon gut fahrbar sein. Ne? Ja. So, ich würde sagen, wir schmeißen mal einmal die Wagen hinter und wiegen das Ding einmal. Fast wie eine Leistungsmessung immer, ne? Ich bin wirklich gespannt. Man baut nämlich immer wirklich so einen ganzen Winter lang und irgendwann ist es dann ja schon so, dass man sich jedes Kilo überlegt, ne? Ja. Und dann, weil man kann es halt so null einschätzen, ne? Können jetzt 1000 Kilo sein, können auch 1300 sein, ne? Ja. Okay, nicht. Jegliche... Also ich könnte es noch nicht mal tippen, das wäre jetzt wirklich alles ein reines Schätzen, weil ich habe von BMW einfach keine Erfahrung. Wie gesagt, mein Wert, den habe ich auch nur aus dem Internet und habe einfach geschaut, was die anderen so... Ja, fahr mal drauf, dann wissen wir es. Vor oder passt genau? Passt. Wie ist der Tank gerade? Relativ, halb bis drei Viertel. 1.270. Ja, ich habe gar nicht so schlecht geschätzt. Hast du eigentlich genau richtig getippt? Ja. Weil einige meinten, wäre ja ganz schön schwer. Ja. Ist aber tatsächlich so schwer. Ja. Ich glaube, viele unterschätzen bei einem Rennauto immer, was diese Zelle alleine wiegt. Ja, ne? Da ist so, gut Gewicht reingekommen. Genau, mit so einer Zelle. Und es ist ja an dem Auto bis auf der Schiebedacheinsatz ist ja alles noch Blech. Ja. So, das ist alles noch normal. Ja. Ja. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, Sechszylinder, große Bremse und alles. Schon ich schätze mal schon so, wenn der leer ist oder sowas, sind da bestimmt immer so, Wassermethanol ist relativ voll. Mhm. Ne? Was extrem gut ist, ist aber Gewicht vorne hinten. Das hätte ich jetzt eigentlich gar nicht so unbedingt gedacht. 54% vorne, 46% hinten. Echt? Das ist ja krass. Ja. Hab ich gar nicht so eigentlich mit gerechnet. Ja. Also weil der fette Motor da vorne? Ja, aber der sitzt relativ weit hinten. Ja. Weißt du, der hört ja so mehr oder weniger mit der Achse vorne auf. Ja. Und Getriebe und so ist dann alles schon recht weit. Krass, hinten. Das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Was jetzt hier so mit links, rechts und so, das müsst ihr immer außer Acht lassen, weil wir messen natürlich 0,0 auf einer geraden Fläche hier. Ja. Ne? Das ist aber auch egal. Wir können ja mal eines machen, setz dich mal rein. Ja. Wir gucken mal einmal, wie sich das verhält, wenn du drin sitzt. Ja. Weil er ist jetzt gerade vorne links schon recht schwer. Also ist schon recht ausgeglichen, nur vorne links dann halt. Ne? Ja. So, heißt mit Fahrer drin ist er vorne links am schwersten, wie das bei fast allen Autos ist. Und das ist dann auch so ein Moment, wo man ihn dann vorne, jetzt muss ich kurz nachdenken, wenn du ihn vorne jetzt hochdrehst, wird er schwerer. Das heißt, du würdest ihn vorne links einen Tucken runterdrehen. Mhm. Mit Radlasten, aber das wirst du irgendwann mit Radlasten irgendwann nochmal... wahrscheinlich nochmal machen. Das weiß ich gerade nicht, ob das Quatsch ist, was ich erzähle. Aber es wird bestimmt einer von euch sonst korrigieren. Wenn man ihn hochdreht, wenn das Auto... Das weiß ich gar nicht. Wenn das Auto so steht... Wir hatten das schon in einem Video, ne? Echt? Ja. Wie sich das verhält? Mhm. Nee, ich überlege, ob ich nicht genau falsch rum denke. Angenommen, ich mache das Auto hinten höher, würde man ja denken, das Auto wird vorne schwerer.
So, ja. Jetzt vergessen viele, das ist allerdings keine Wassersäule. Das heißt nicht, das Wasser schwappt jetzt nach vorne und der wird vorne auf einmal brutal schwerer. Ne? Mhm. So, genau. Nee, doch, du machst ihn hinten höher und dann wird er logischerweise leichter. Das heißt, ich würde tippen vorne links, würden wir vorne links ein bisschen höher machen. Höher? Höher machen, er wird leichter. Okay. Würde auch optischen Tucken gehen. Da werden wir natürlich keine 100 Kilo mit ausgleichen, aber scheiß drauf. Das kriegt man jetzt aber eh nicht so genau hin, ne? Weil jetzt müsste man erstmal eine perfekt plane Fläche nehmen, das Auto da drauf mal wiegen. Hast du das mal verglichen, jetzt rein von den Gewichten? Ist das jetzt ein Unterschied, ob du auf einer ganz geraden Fläche bist oder? Ich habe keine gerade Fläche. Okay. Wenn ich eine perfekt gerade Fläche hätte, dann müsste man das mal gucken. Meine Erfahrung ist allerdings, das war krass, bei Marius Golf hatten wir überlegt, wie wir das Gewicht ein bisschen nach vorne kriegen. Ja. Da haben wir das Auto hinten 10 cm höher gemacht. Mhm. 10 cm, ne? Mhm. Und das waren auf der Hinterachse dann 5 Kilo weniger. Das war fast gar nichts. Das ist ja nichts. Genau, weil es halt eben kein Wasser ist, was nach vorne schwappt, ne? Sondern du verlagerst ja den Schwerpunkt nur minimal weiter nach vorne. Extrem wenig. So, das heißt, deswegen passiert da auch relativ viel. Das heißt, um so Gewichte auszugleichen, kannst du halt nur immer hier was wegbauen. Mhm. Ja, was willst du hier wegbauen? Hier ist ja schon alles weg. Ja, das Problem ist... Du hast ja schon Tank und Batterie, alles hinten und so weiter. Ne? Ja, ja. Deswegen. Ja. Also immer Beifahrer fahren. Ja. Nee, aber 1072 Kilo. Ja. Und das Verhältnis 54-46 ist ja fast ausgeglichen. Mhm. Das ist schon ist gut. Cool. Also, was ich hätte klar gewünscht, dass es vielleicht noch ein Tick leichter ist. Aber was ein Methanol-Tank ist? Ja gut, 20 Liter. Der auch voll geworden? Ja, voll. Ja, guck, dann kannst du ja schon rechnen, du hast ungefähr an Flüssigkeiten schon fast diese 70 Liter hier drin. Mhm. Ne? So, das heißt wirklich nackt wird das Ding 1200. 1200, ja. Okay. Ja, ich würde sagen, so jetzt einmal schnell noch auf den Prüfstand. Können wir machen. So, große Vorteil hier, du hast ja zum Glück noch ein vergleichbares Serienexemplar hier rumstehen. Ja. E36, kompakt, komplett Stock, bis auf Bremse, Domstrebe. Mhm. Vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten oder so, ne? Mhm. Was würdest du jetzt aus dem Bauch aber sagen, ist leichter oder schwerer? Naja, ich glaube, eine Zelle ist bei mir halt relativ schwer. Ich hätte schon gesagt, eigentlich muss es leichter sein. 1292. Krass, sogar schwerer. So, dann weißt du doch, wie viel Kilos du am Ende rausgeholt hast. Ja. So, weil wenn du jetzt überlegst, alleine der Kompressor, der Halter dafür, überleg mal allein, wie massiv der Halter für einen Kompressor ist, Ladenluftkühler, die Auspuffanlage und was da alles mehr dran ist, dann siehst du mal doch, wie viel Kilos erstmal raus sind, um das, was du alles wieder eingebaut hast, darauf wieder zu kommen. Ja, okay. Ja, ist doch mal cool zu sehen, auf jeden Fall. Also, man kann auf jeden Fall sagen, schon mal nicht schwerer als Serie. Ja. Mit den ganzen Umbauten da drin, dafür, dass es jetzt ein Rennauto ist. Ne? Ja. Jetzt müsste man mal eine Limo wiegen, weil einige sagen ja, die Limos sollen leichter sein als ein Coupé. Mhm. Halte ich so lange für ein Gerücht, bis ich es persönlich mal gewogen habe. Ich kann es mir technisch gesehen einfach nicht vorstellen. Ich auch nicht, aber es soll wirklich so sein. Dass in diesem Hinterwagen so viel weniger Bleche sind, beziehungsweise hier so viel mehr Bleche sind, ne? Dass tatsächlich eine viertürige Limo leichter ist als so ein Coupé. Ja. Es soll so sein, aber selber halt nie gewogen. Ja, es wird der Tag noch kommen, dann werden wir es auf jeden Fall mal wiegen. So, jetzt aber ab auf den Prüfstand. Geil, ne? Also man hört auf jeden Fall, du gibst so ein bisschen Gas und das Ding geht ja wirklich sofort da, schiebt das Ding los, ne? Geil. Ja, ist schon auf Last, ne? Und jetzt ist es ja bei Rennstrecke ist es ja auch so, gerade beim Sauger, dass du diese Last dann so ganz lange hast. Mhm. Also wenn der so vierte voll draufsteht. Ja, wollen wir mal schauen, was das ist hier? Ist das schon saftig laut. Das war jetzt wie hoch gedreht? 7,5, okay. So, ich mach mal kurz das hier unten einmal kurz raus. So, er stand jetzt relativ lange, war noch ein bisschen warm. Mhm. Also ich habe den auch schon mal stärker gemessen, aber trotzdem. Also. Da ist jetzt noch das kleine Rad auf dem Kompressor drauf, ne? Das große. Man denkt immer falsch rum. Große Rad heißt, kürzere Übersetzung, das heißt weniger Drehzahl. Das große Rad, das heißt, man könnte das Rad noch kleiner machen und könnte somit den Druck noch nach oben schieben. Mhm. Für mehr Leistung. Genau, bloß dann muss man irgendwann Kompressordrehzahl beachten. Ah genau, passt ja auch hier. Ne? 7500 Umdrehungen gedreht, das passt genau. 466 PS. Mhm. Nicht ganz 500, mhm. Aber ich denke fürs Erste
Wo wir schon öfter immer mal drüber gesprochen hatten, ist, wie schwer es dann doch ist, mit so einem Kompressor Leistung aus dem Ding rauszukitzeln. Wenn man überlegt, steck mal auf so einen gemachten Motor- und Turbolader, da hast du ja 400-500 ratzfatz. Ja. So, und mit dem Kompressor, neue Nockenwellen von Debilas, hat das ja auch noch eingebaut. Ja, das hat auch noch mal richtig guten Sprung gemacht. Das heißt, als du angefangen hattest, waren wirklich nur so 400 PS? Oder? 420, 430, so. Krass. Ja. Dann Nockenwellen getauscht, ja. Das hat der halt richtig belohnt. Ne? Ja, ja. Mhm. Das hat er richtig belohnt. Ja, aber ich denke mal, so zum Reinkommen auf die Rennstrecke ist es wahrscheinlich schon fast eher wieder zu viel Leistung. Deswegen geht es perfekt. Und hier ist halt das, was wir vorhin besprochen haben, so bilderbuchmäßig, Kurve steigt, 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 steigt. Das heißt, man will wahrscheinlich auch beim Fahren wirklich nicht schalten. Nee, genau. Man bleibt drauf stehen, drauf stehen, drauf stehen. Ne? Richtig. Und fährt immer richtig im Begrenzer rein. Ne? Genau, genau. Das hier ist das so ein bisschen, du hast ja schon hier reingetreten, logischerweise. Ja, allerdings muss ich jetzt sagen, die Warnus ist gerade noch nicht aktiv. Also das wird dann, okay. Das wird da noch mal mehr. Weil das war so ein bisschen, ist gerade defekt. Was ich erst dachte, dass man hier unten noch so diese Schleppleistung von dem Kompressor mit sich zieht, wo er noch mehr Verlustleistung hat, als Luftmasse bringt, ne? Und dann hier... Ja, also es ist jetzt ohne Warnus gerade gefahren. Ich denke mal, da unten wird es auf jeden Fall noch mal besser. Ja, keine 500, aber ich denke 467 sind auch schon mal respektabel für so ein Ding. Definitiv. Weil auch, man muss ja auch dazu sagen, auf der Rennstrecke zählt definitiv erstmal, dass der ein bisschen durchhält. Genau. Und aufdrehen kann man immer noch, ne? Genau. Schnelles Ding auf jeden Fall. Aber dann sind die für das Gewicht und die Leistung sind Zeiten schon krass. Echt gut. Ja. Also das lässt auf jeden Fall mit dem, also klar, daran sieht man so ein bisschen auch die Gewichtsverteilung, ne? Dass er schon ganz gut Traktion hat. Und ich glaube, das wird richtig schnell auf der Rennstrecke. Ja, ich kann es mir auch gut vorstellen. Wenn das so mit Bremse und Fahrwerk und so weiter alles funktioniert, dass das noch fahrbar ist, ja. Wird das, glaube ich, krass. Geil. Ja, so, das war ein kleiner Update, nur zu dem BMW, ist doch wieder ein bisschen mehr geworden. Ich würde sagen, fahren tun wir jetzt nicht, das heben wir uns lieber mal für einen Rennsteck auf. Ja. Wo wir dann ganz in Ruhe ein bisschen testen können und so weiter. Ne? Hätte ich auch gesagt. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.